Hallo und herzlich willkommen. Wir sind genau da, wo wir waren und versuchen weiter, diese beiden Camps hier zu vernichten. Ja, check's mal aus. Was passiert da? Er kommt. Das Fass steht ein bisschen im Weg. Wow, verdammt. Oh. Das war mehr Glück als Verstand. So. Plündern. Wir nehmen die Münzen. Wir nehmen das alles. Repeater. Ich nehme mal alles einfach. Und dann müssen wir gucken, was wir rausschmeißen. Mein Pferd steht mir nämlich ein bisschen zu weit weg. Um ehrlich zu sein. Ein Krieger wurde aus dem Gefängnis entlassen und schließlich. Okay. Gut, was können wir wegwerfen? Haben einiges an SP. Kann ich mein Gewicht ein bisschen erhöhen? Ja. Gerade so. Aber dadurch geht wenigstens ein bisschen mehr. Kommt er? Bleibt er? Kommt er? Wow! Ach nee, der rennt weg. Ich hatte gerade ein bisschen Panik. So, und Achtung, Achtung, Achtung! Mann, war der direkt am Schreien hier. Noch ein Hidden Treasure. Dankeschön. So, ich nehme das mal alles. Dadurch sind wir wieder überladen. So, Inventar. Eine davon schmeißen wir weg. So, Feinde aufspüren. Das machen wir mal ganz kurz. Nicht ganz so extrem. Einfach so in Feinde rein stolpern. Ich sehe gerade keinen irgendwie. Aber ich höre einen. Ich guck mal, dass wir wieder ein bisschen wegkommen. So.
klang ein bisschen komisch. Zurück. Oh, hier liegen jede Menge. Ach du. Hier liegen jede Menge Leute. Boah. Das ist verdammt viel, was da rumliegt. Ich gehe mal ein bisschen nach hier vorne. So. Da sind jede Menge am Rumlaufen. Warte, das bin ich. Keine Ahnung, auf wen er jetzt geballert hat. Ich dürfte es eigentlich nicht gewesen sein. Ja, komm ein bisschen näher. Das ist die falsche Richtung. Was ist das für einer? Einer von uns. Was macht er hier? Ja, ich hoffe, er läuft weg. Sind extrem viele. Ich glaube, das kriege ich alleine so einfach nicht hin. Kommt da gerade ein Zug an.
So, den gucke ich mir was näher an, den Zug. Hier ist eins schon ausschalten. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So, Gesundheit verwenden wir. Okay. Schön dann hier. Laktota und Rotkäse ist zerstört. Was, wie, wo, wir? Da unten die, okay. So, weg mit dem. Ach, verdammt. Wir kommen schneller.
Was habe ich denn da? Wo bin ich da hin? Ich glaube nicht, dass das gerade viel Sinn hat, hier weiterzumachen. Das sind einfach viel zu viele. Ich meine, wir haben uns ganz gut was geholt hier an Karma. Sehr viel sogar an Karma geholt. Guys, they're here! Ach komm. Schneller. Jetzt muss ich nur mein Pferd finden. Das ist da hinten. Und dann geht's zurück. Das ist doch noch ein bisschen zu heftig. Dann machen wir uns mal auf den Rückweg und gucken mal, dass wir uns lieber drauf konzentrieren, uns ein bisschen was auszuweiten. So, Hallöchen. So, gucken wir uns kurz mal die Karte an. Dann würde ich erstmal hier hinreisen. Das ist nicht ganz so weit weg. Können gucken, was wir noch weiter aufbauen. Ja, da sind wir schon. Es hat echt nicht weit weg, dieses Camp. Oder allgemein diese ganzen Camps. Ja, genau. Nicht runterhängen. So. So. Dann legen wir mal die ganzen Sachen hier ab, die wir so nicht mehr brauchen. Ja, die ganze Munition da rein. Die Würstchen, der Tabak hier. Die ganzen Sachen da rein. Das brauchen wir alles nicht mehr. So. Kurz in das Social reingucken gleich. Brush Leaves schließen. So, wie war das nochmal? Wir haben Enemies Intimidated Complete. Haben wir nochmal gut was bekommen. Items Crafted. Wir könnten gucken, dass wir noch 21 Sachen machen. Mal schauen, was wir da fertigen können. Globale Suche. Bug. Ja. Bugbrush Leaves. Nehme ich mal alle.
Dann kann ich die hier schon mal fertigen. So. Und dann Stone. Nehme ich mal alles ins Inventar. Und dann kommt Wood. Nehme ich mir auch mal ins Inventar. Und dann müsste ich normalerweise mir hier noch ein paar Stun Arrows machen können. Die brauche ich ja eh. Das mit dem Stone schon wieder fertig, aber ich glaube, das hat gerade so gereicht. So, Social Events Crafted Complete. Perfekt. So. Das ist doch richtig gut. Wir haben jetzt schon einiges hier an Social Skill Points. Die könnten wir auch einfach mal nehmen. Weil die haben uns ja jetzt eh hier verdient. Und dann können wir mal gucken, was wir uns an Fähigkeiten hier noch erholen könnten. Und zwar Reputation. Also der Ruf ist sehr gut. Das heißt, das brauchen wir auf gar keinen Fall. Jäger. Dadurch könnten wir uns selber ein bisschen verbessern, was Hunting und Gathering angeht. Concentration, Sneak. Sneak könnte ich nochmal verbessern. Herbalism. Zeit zu verlangsamen. Okay, Sneak. Sneak wäre nicht verkehrt. Improved Grab. Verringert die Einschüchterungszeit auf 5. Haben wir jetzt haben wir gerade 5 und ich kann's. Okay. Reveal Territory, Detect Enemies. Improved Stone. Okay, man kann die markieren. Aber das dauert scheinbar ziemlich lange. Krieger, da könnten wir natürlich hier auch noch ein paar Sachen machen. Heal Wounds. Ich glaube, ich würde hier wirklich auf Kundschafter gehen. Nehme ich einmal den Improved Grab. Und da spare ich noch ein bisschen, um später diese Zeit hier zu verringern, weil das hat mich eben am meisten gestört. So, dann legen wir das hier alles wieder zurück. So, und dann können wir mal nachgucken ganz kurz, wenn wir das Upgrade machen. Ropes brauche ich jede Menge. Ansonsten Zenith, Wolfpelz, das hätten wir alles hier. Ich brauche nur die Ropes. Dann schicke ich die mal alle hier hin. Und dann fehlt mir noch eins. Das heißt, ich würde mir gerne Flachs holen. Ach, ich wollte das doch nicht zumachen, verdammt. Ich will mir einfach nur Flachs holen. Ja, kann auch hier hin. Keine Ahnung, mach alles. Okay. Nein, nicht. Scheint jetzt hier zu sein. Nein, oder auch nicht.
So, fertigen. So, dann mache ich noch mal kurz ein paar Ropes. Das war's schon. So, alles hinlegen. Dann noch mal kurz da drauf. Jetzt sind die Sehnen weggegangen. So, und jetzt Upgrade. Ja, bitte. So, und dann haben wir ein Lager schon mal ein bisschen was. Würde ich als nächstes gucken, dass wir natürlich auch hier das weiter hinkriegen. Dass wir alle möglichst hier auf diese Stufe kriegen. Das wäre, glaube ich, richtig gut. Vielleicht lasse ich die von Lakdota nicht ganz so viel jagen. Weil die halt wirklich komplett an der Front sind. Weil der ist da jetzt schon wieder so nah dran, der ist bald kaputt. Lasse ich die lieber zum Teil wieder zurückkommen. Oder lieber komplett zurückkommen. Ja. Das ist mir etwas lieber. Dann schicke ich die lieber gezielt als Gruppe los. Und lasse die da nicht hier rumirren. Dann werden die nachher regelmäßig umgebracht. So. Dann als nächstes kümmern wir uns um Torlov und Kangaroo Swartlin und wir werden Drinkwater Plains Bivak werden wir auch noch kaputt machen. Ja, richtig. Damit haben wir dann erstmal genug zu tun und dann könnte man später noch gucken, ob wir das nächste Upgrade hinkriegen. Da haben wir allerdings ein paar Sachen, die wir so leicht nicht kriegen. Aber ich denke, da haben wir auf jeden Fall einiges zu tun fürs nächste Mal. Deswegen ruhen wir uns erstmal für die kommenden Taten aus. Madet Jod, schwenkt der Hut, grüß euch Gott, ich bin fort.